einmal hier außenrum, oder? Man hat hier vorne geklingelt. Geklopft. Okay, dann wahrscheinlich nach da oben. Ah ja. Oh, warte mal, die kenne ich doch, die zwei. Oder? Natürlich. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Mit dem Architekten sprechen die Rosa in Fiore mit den 2500 von den Sklavenhändlern zu renovieren. E-Drücke, mit dem Architekten zu sprechen. Machen wir sofort. Es ist ein sehr unerwarteter, aber auch, muss ich sagen, sehr cooler Twist. Dass auf einmal die zwei Damen wieder da sind und gerade die geschäftstüchtige Hand der Schwester dann hier quasi sich um die Buchhaltung kümmert. Klar, man könnte jetzt natürlich sagen, ihr schmutziges Geschäft und so, ne? Aber auf der anderen Seite das älteste Geschäft der Welt. Was auch ein bisschen traurig ist, wenn man so drüber nachdenkt, aber naja. Und abgesehen davon, irgendwo in Rom hieß es mal von irgendeinem ganz schlauen philosophischen oder schlauen Fuchs, Geld stinkt nicht. Also auch wenn es da, glaube ich, eher um eine Gebühreneinrichtung fürs, wie war das, ich glaube, Gebührenabgabe für die Nutzung vom WC oder so ging, aber oder von der Nutzung von dem öffentlichen WC, aber das Prinzip ist ja das gleiche, quasi Geld mit schmutzigen Geschäften, wenn man so will. Legal, aber trotzdem schmutzig. Okay, Architekten direkt mit einem Eintrag und er wartet quasi schon darauf, mein Geld zu verschlingen. Das macht ihn sympathisch und unsympathisch gleichermaßen. Dann zeig mal her, was bietest du mir an? Achso, ich dachte, es kommt noch ein kleines Gespräch oder so. Durch Renovierung verfügen die Kurtisanen über eine markante Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugute kommt. Ob wir das auf Nutzen, weiß ich nicht, aber vielleicht schalten wir damit auch neue Aufträge noch frei. Danke. Kommt doch bitte. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Wäre Verhandlung in 100% synchronisiert. Sie wollte doch gerade noch was erzählen. Und wir haben noch nicht gehört, warum sie jetzt nicht in Florenz waren. Also, sie wollen helfen, das habe ich schon gehört, aber okay. Wir haben es renoviert und es gibt neue Aufträge. Mit Maria reden, um Aufträge der Kurtisanen zu erhalten. Das würde ich jetzt direkt machen, wenn wir hier sind. Was haben wir noch hier oben? Die Renovierung von Gebäuden steigert das Einkommen bzw. eine Bank, um Gewinne abzuheben. Achso, was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen so
gegen den Architekten gestichelt, aber der baut ja innerhalb von 3 Tagen da irgendwie 3 Stockwerke oder so drauf. Wahrscheinlich im Alleingang nicht unbedingt, aber interessant. Interessant, interessant. Einkommen, Einkommen, Einkommen. Da jagt es aber die Dinger durch, die Nachrichten. Geld, Geld, Geld. Kann ich da hoch und da oben noch irgendwas tun? Oh, verzeihung, jetzt habe ich ihr die Blumen aus der Hand geworfen. Sie mögen mir verzeihen. Ja, gut. Wem es gefällt, sage ich mal. Ich würde mich da eher in Richtung mal in Richtung der Buchführung mal interessiert zeigen. Ja, Frau Mama, was ist denn los? Das sind jetzt Nebenaufgaben, um unsere Geschäfte attraktiver zu machen. Das sehe ich mich ja mal komplett richtig. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Ah, okay, wir gehen jetzt wahrscheinlich raus und dann finden wir diese Mission auf der Karte. Neue Kurtisanen-Missionen. Interessant, interessant. Okay, sie steht jetzt leider so da und guckt nur, weil sie keine Blumen mehr in der Hand hat. Ich bitte um Verzeihung. Okay, okay, okay. Ich dachte, wir würden da direkt in eine neue Aufgabe reinstarten. Hier ist das Tunnelsystem. Warte mal. Wo sind denn hier die Kurtisanen-Aufträge? Ach so, hier das zerbrochene Herz wahrscheinlich. Na, nicht unser Arzt, sondern hier. Na, jetzt gehst du mal. Christina-Mission. Ja, ich weiß nicht, warum es so heißt, aber okay. Das ist die erste, die wir hier haben. Das würde mich interessieren, was es da jetzt für Aufträge gibt. Ich würde aber vorher mal zum Schmied laufen und den mal noch freischalten für mehr Einkommen pro Stunde. Ne, pro 20 Minuten. Da rennen wir gleich mal in die Richtung weiter. Das sollten wir uns, denke ich mal, leisten können. Ach, das ist direkt so nah dran. Das wirkt auf der Karte irgendwie immer noch so groß teilweise. So, einmal hier rum. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Ja, ja. Na klar, es geht um meine Frau. Natürlich, natürlich. Hier einmal zum Schmied. Und ja, sogar unter den Damen des ältesten Geschäftes herrscht Streit in verschiedenen Lagern. Na, mal gucken. 900 für den Schmied. Ich glaube, die Preise sind immer gleich, meine ich. Warum kauft ihr nicht bei mir ein? Ich habe die beste Ausrüstung des ganzen Rione. Ja, wenn ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich das tun. Aber ich hätte es jetzt hier auch nebendran. Ich wollte bloß die Markierung löschen. Warte mal. Jetzt soll sie weg sein. Wunderbar, haben wir das auch geklärt soweit. Jetzt habe ich irgendwas sagen wollen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Na gut, dann war es nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall... Ich wollte sagen, genau, wir haben jetzt hier einen Schmied wieder freigeschaltet. Es schaut immer sehr schön aus, wenn hier... Gut, ich meine, es ist so ein bisschen... Halt im Animus-Stil, dass halt das geschlossene Schild langsam wegpixelt. Aber abgesehen davon, es ist sehr schön, wenn wir sehen, wie wir quasi investieren und unsere eigenen Sachen wachsen. Ich vermute einfach mal, wenn wir die Kurtisanen-Aufträge machen, können wir irgendwann auch Katharina finden, theoretisch. Weil da wird ja dran gearbeitet. Und ich glaube, wenn wir alle abschließen, wirft vielleicht das Bordell da nochmal mehr Geld ab. Muss mal gucken. Würde ja auch Sinn machen, weil wir drängen ja jetzt quasi mit diesen kleineren Aufgaben oder vielleicht kleineren Aufgaben die Konkurrenz aus dem Geschäft. Die Herolde, aber ich möchte zu ihr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Abgesegnet von seiner Heiligkeit. Lauf doch jetzt hinweg. Was passiert denn jetzt? Wir wollten doch nur ein Damenhaus, ein Dirnenhaus, wie auch immer, aufbauen. Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn?
Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich... Ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Eine zweite Chance. Oh, wenn ich den da oben links schon wieder sehe. Eine zweite Chance. Christina folge, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Das ist nicht der schon wieder. Da ist der andere. Aber wieso sind wir denn jetzt wieder in der Vergangenheit? Oder ist es die Dame, die wir hier gerade eben auch treffen sollten? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind wir jetzt zurück in der Vergangenheit? 25? Ach, die. Ach so, die Dame darf ich nicht sehen. Ich bin nicht da. Nein, nein, unmöglich, ich bin nicht da. Ja, ja. Genau, beruhig dich. Ich habe die Bank hier gar nicht gesehen, ich habe einfach dazwischen geschmissen. Also komm, ich kann doch hier durch das Gebälk durchsehen, beruhigt euch. Ich gehe davon aus, dass ich keine Waffen oder Assassinenwerkzeuge dabei habe. Ja, junge Dame. Ich muss aber auch sagen, ich bin momentan nicht sehr feinfühlig, was das hier angeht. Also, das macht ihr doch absichtlich. Komm wieder zurück. Hä? Du hast mich gar nicht gesehen. Wenn ich jetzt zurückgekommen wäre, wäre auch die Mission verloren gewesen. Macht dich doch nicht über mich lustig. Huch, da taucht jemand auf einmal aus der Wand raus auf. Ich grüße dich, mein Freund. Ja, keine Hektik. So, die riecht es doch, sobald ich loslaufe. Ich sehe wohl Gespenster. Der kann es ja gar nicht gewesen sein. Nein, 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 ich war das nicht. Ich wollte mich gerade eigentlich in dem Moment genau unter die Leute mischen, aber dann war die Traube weg und sie dreht sich natürlich im richtigen oder im falschen Moment um, wenn man so will. Och nee. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Du bist erledigt, Ezio. Hörst du mich? Erledigt! Jetzt seht ihr, was euch gebührt! Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio, anscheinend habt ihr eure zweite Chance.
Ja, ja, dieser Schlingel. Ach so, es geht noch weiter. Es ist aber gerade sehr hell. Jetzt geht's wieder. Ach nee, wir gehen wieder zurück. Okay. Und das ist jetzt diese Christina durch Zufall, oder wie? Der Befehlshaber der Garnison des Brione rekrutiert von Montag bis einschließlich Donnerstag neue Mitglieder für die päpstlichen Streitkräfte. Es sind Positionen bei der... Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? War das keine Kurtisanen-Mission? Warte mal. Oder habe ich jetzt selber nur eine meiner... also eine von Ezios Erinnerungen nachgespielt? Warte mal, ich habe doch hier irgendwo... Anzeige einstellen? Nee. Na, ich habe wieder Escape gedrückt, mein Fehler. Legende war doch hier irgendwo. F1 war's. Christina-Mission, das war was anderes. Aber was ist denn eine Christina-Mission? Anscheinend eine ehemalige Geliebte, wenn man so will. Oder zumindest eine Bekannte oder eine Dame, an der Interesse gezeigt hat vor einiger Zeit. In dem Fall vor, ich glaube, 25 Jahren. Leonardos Maschinen-Templer-Agenten, da wartet ja wieder noch ganz tolles Zeug auf uns. Okay, dann war es das gar nicht. Wo gibt es denn dann eine Kurtisanen-Mission? Liebesauftrag, Kurtisanen-Auftrag. So schauen die aus. Einfach mal mit völliger Überzeugung in das falsche Zeug reingelaufen, okay. Haben wir hier irgendwo so einen Kurtisanen-Auftrag? Was bist du? Kopernikus, okay. Hier hätten wir einen Kurtisanen-Auftrag, ich verstehe. Ganz da unten. Ich könnte aber auch nach da unten... da müssen wir auch ein ganzes Stück noch gehen. Aber pass auf, wir machen das mal logisch. Wir gehen mal hier gucken, das haben wir alles schon freigeschalten. Hier haben wir noch nichts freigeschalten. So viel Geld habe ich jetzt aber auch nicht dabei. Wenn ich mir jetzt hier noch... Warte mal, wo war es? Hier noch die Stelle vielleicht holen und die Bank. Aber eigentlich würde ich gerne nach da drüben flitzen, um mir den Dings zu holen. Aber wenn ich das jetzt halt mache, dann denke ich wahrscheinlich nochmal dran. Wir holen uns erstmal hier die Pferde und dann holen wir uns da noch die Bank und den Schatz. Und dann gehen wir mal darüber zu dem Kurtisanen-Auftrag, den ich eigentlich machen wollte. Da hatte die Christina gar nichts mit dem anderen Auftrag zu tun, was ich machen wollte. Naja, ist ja egal. Dafür sind ja die Geschichten in denen Sinn nicht an irgendeine bestimmte Reihenfolge gebunden. Das heißt, wir können ja alles gern drunter und drüber machen. Wobei man, gehe ich mal stark von aus, natürlich sich für Hauptmissionen entsprechend ausrüsten sollte. Für die eine oder andere. Lasst mich hier mal rum. Vielen Dank. So, jetzt machen wir schon 3000. Bis wir noch ganz lang hier. Meine Freunde, ich grüße euch. Okay, die Moves von denen sind schon sehr, sehr schön, aber ich freue mich, dass sie da sind und dass sie uns unterstützen. So, Stelle kaufen. Ich glaube, da kann man auch in dem Viertel sich dann direkt ein Pferd rufen. 700, her damit. Schon haben wir sogar direkt eins. Stimmt, ich kann auch mit dem Pferd hier durchreiten, wobei das auch nur... bedingt möglich, wenn die Gassen nicht so eng sind. Na, dann einmal hier runter zur Bank. Und dann können wir hier von der renovierten Bank uns gleich dann mal noch das mit dem, was schon eingegangen ist. Schauen wir da mit dem Pferd hinkommen. Also richtig Gas geben kann man natürlich jetzt hier in der Stadt auch nicht. Entschuldigung. Ah, warte. Einmal hier rum. Es geht. Ach schau, da hat schon wieder irgend so ein Gieriger den Schatz an der Stelle geklaut. Aber hier muss immer noch ein zweiter sein. Warte mal, ich wollte hier gar nicht aufstehen. Ich wollte hier aufsitzen. Ich wollte hier rum. Was kostet nochmal eine Bank? 1050. Nicht genug Geld. Okay. Dann schauen wir hier erstmal nach dem Schatz, der noch da sein muss irgendwo. Hier kommen wir schon mal nicht hoch. Das ist nicht gut. Oh, er kann sich hier so festhalten. Auch cool. Aber ich muss erstmal nach einem Schatz suchen. Ich bin sofort wieder da. Und da müssen wir vielleicht zwei, drei Leute mal so ein bisschen anplündern. Oh, eine Fahne. 5 von 101. Das könnte echt ein bisschen dauern. Ich freue mich, dass du mich siehst, mein Freund. Aber eigentlich wollte ich dich gerade gar nicht treffen.